Ena? Euer Gnaden? Sage er mir, wo ich bloß wieder meinen Hammer habe liegen lassen. Ich kann das verwunschene Ding nirgends finden. Liegt längst bereit. Nebenan. Fragen Sie mich. Ich weiß, wo ich die Hämmer des Lebens finden kann. Und wissen Sie warum? Weil ich hin und wieder den ein oder anderen Münchhausen der Neuzeit K, die K-Frage. Nicht die Kanzlerfrage, sondern eine Nürnberger K-Frage soeben kennenlernen durfte. Was heißt soeben? Soeben heißt, ich habe Kurt kennenlernen dürfen mit seinen Zeilen, die er mir geschrieben hat. Sind das Versprechen, wenn man am Heiligen Abend vor mehreren Jahren einen Vorstand kontaktiert? Bitte um Hilfe. Es geht um einen Vierfach-Herzpatienten und der ist sehr aufgeregt. Der hat einen Brief geöffnet. Ich bitte um sofortige Abhilfe. Ist das irgendwie noch möglich? Vor den großen Weihnachtsferien. Denn bekannterweise ist der Heilige Abend am 24. Dezember. Dann gibt es ein weiteres Surprise. Da muss man dann zum Finanzamt und muss sagen, einen Grabstein können Sie nicht vollstrecken. Ich bitte um Ablassung. Und dann gibt es nochmal eine Aktion, für die man sich einsetzt. Für welche? Das sind Pakete, manchmal nicht angekommen, dann angekommen, zerstört, etc. pp. Da hat Dr. Kart, Entschuldigung, Kurt, keine Ursache zu tragen. Jedoch meinte er heute, das war alles nichts, was ich unternommen hatte. Um nicht alles zu schreiben, immer wieder zu schreiben, mache ich jetzt einfach einen Videolink. Sie sehen hier einen Kran, der umgestürzt ist. Der steht symbolisch dafür da, wenn Bauwerke, da braucht man ja einen Kran des Lebens, umstürzen. Es war einfach zu viel Negativlast. Und dafür steht dieser gefallene Kran. Ich mache jetzt diese Collage, damit die einem nicht absolut den Samstagabend zum 5. November 2022 den Abend raubt. Dafür steht aber auch, der Servicebotschafter der Deutschen Bahn. Wann werden solche Niedrigkeiten abgepfiffen? Warum sind Menschen in der Lage, sich so daneben zu repräsentieren? Auf der einen Seite brauchen sie dringend eine Grafikkarte, wenn die Best of Best. Für sich, aber für die anderen, die genau demjenigen, die Existenz vierfach nachweislich wieder hingestellt hatten. Genau diese Menschen sind das Billigste nur wert. Wer lernt solchen Menschen im Kinderhort, im Kindergarten, in der Krippe, in der Grundschule, in der Hauptschule, in der Realschule, im Gymnasium, solche Verhaltensschrottmuster. Das ist Schrottmuster. Ich könnte es niemals mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn einer so viel wie ich für Mr. Kurt getan hat, eingesetzt hat, die ZDF-Chefredakteur-Kontakte,
die GLS-Vorstandstelefon, Mobilnummern etc. pp. Die habe ich ja mir zusammengemalt, nicht? Nein, die habe ich mir nicht zusammengemalt. Die habe ich durch die Vorleistung anderer Investoren, ja, hallo Deutschland, nicht nur bei der Berlinale 60 Jahre. Da war ich. Und nicht nur bei Wenn das im ZDF. Da war ich und werde ich wieder sein. Generieren dürfen durch andere Botschafter. Und plötzlich brauchte ich die halt Jahre später in diesen Brennstunden von Kurt aus Nürnberg. Und das wird ein Mega-Thriller, glauben Sie mir das. Ich lasse das nicht stehen, wer mich kennt, zu wissen, Entschuldigung, denn das waren garantiert keine Goldbarren, die er mir hier zelebriert hat. Ich muss das mit meinem Gewissen vereinbaren, denn diese feurigen Stunden, werden sehr heiß. Man muss das alles nicht nur jetzt hören. Die O-Töne werden natürlich noch besser. Aber die müssen noch geschnitten werden. Die schneide nicht ich, die schneidet eine Cutterin in München. Und da bedarf es etwas um Zeit. So niedrig habe ich seltenst einen Charakter kennengelernt. Und dann wird einem vorgeworfen, warum eine andere Person mit mir nichts mehr zu tun haben möchte, obwohl ich genau dieser Person, dessen Mutter nachweislich aus dem Pflegeheim nach Hause für 4,5 Jahre zurückgebracht hatte. Da gibt es eine Bildercollage. Aber wie gesagt, genau dieser Kurt, der sich um fremde Kontakte nichts schert, nicht pflegt, der zum Beispiel fremdes Gut, das notgedrungen eingelagert werden musste, weil eben ein Kellerraum frei werden musste, da kümmerte er sich nicht, um abgeschlossen diese Sachen zu sichern, weil das waren nicht seine, das waren zum Teil nicht meine, sondern von einer älteren Dame, die praktisch nicht in Deutschland wohnt, jedoch diese Wohnung vermietet hatte, hat sie mir geduldet den Keller bereitgestellt und sie sagte dann eben auch, wenn ich aus einem anderen Keller diese Sachen einlagern möchte, kann ich das gerne tun, aber ich habe keine Zwischenlagermöglichkeit. Dann sagte ich, naja, ich hätte eine andere Zwischenlagermöglichkeit und werde dann aufgrund der unverwinkelten Zugänge zu dem anderen Keller der Dame dann dort die größeren Kinderschokoladplakate etc. unterbringen. Wir haben immer nach Möglichkeiten ohne Diskussion gesucht, weil sie sagt, das, was ich mache, das ist unterstützenswert und da feilscht man nicht rum, da sucht man nach Lösungen. Aber diese kleinkarierte Person, kleinkariert insofern, die vielleicht von einem Badewannenrand zum anderen oder Fliesenrand zum anderen den Horizont hat, diese meint eben hier das nicht als wertschätzend und niedrigst selbst natürlich auf beste Qualität achtet, aber anderen, die High-End-Kontakte geben, die Wertschätzung nicht zurückbringen möchte. Und nicht nur möchte, sondern auch nicht zurückgebracht hat. Dann sagte ich jetzt gerade zum Stefan, heute zum 5. November 22, der fast fertige Anwalt in Karlsruhe, Win, ich habe es dir doch gesagt, halte Abstand von so einem Klientel. Wann lernst du daraus? Das merkt man doch, wie er mit dir umgegangen ist, die vergangenen Jahre. Dann sagte ich, ja, da habe ich eben eine Schwäche, die ich entsprechend dann auch aufarbeiten muss, weil ich immer der Hoffnung bin, in jeder weiteren Sekunde ist der Mensch in der Lage, dann sagt er, aber Genetikum kannst du nicht töten, dann sage ich, ja, das sagt auch eine
Diplomatentochter. Siehe da, ist doch was dran. Du änderst diesen Menschen nicht, der mit seinem Sohn anders spricht als mit dir. Und das sage ich ja, das habe ich ja vor wenigen Tagen mitbekommen und das sind die Ursachen. Ja, Münchhausen, weiß ich nicht, ob der ehrlicher ist. Auf eurem Richterpult, euer Gnaden. Ah, sehr gut, sehr gut. Bestens. Ach, dieser Prozess macht mich ganz kirre. Verständlicherweise, euer Gnaden. Ach, ein Adliger, der einen Adligen vor den Kadi zerrt. Wegen etwas Hochstapelei. Wo gibt's denn sowas? Als ob nicht jeder feine Herr von Stand ganz automatisch ein rechter Windbeutel und Aufschneider wäre. Ja, wie gesagt. Hier ein Auto, da ein Auto, da ein Roller, da ein Roller, da ein Roller, da ein Roller, da ein Computer, da ein Handy, da dies, da jenes, etc. pp. Ach, das kriegst du für das und das kriegst du für das. Wichtig ist, ich gehe aus einem Freund, Tag Lavil, an einem Freund möchte ich nicht verdienen. Aber weit gefehlt bei Kurt Nürnberg. Nähe der Menschenrechtspreisträger Straßenstadt. Straße live. Wenn Baustellen kippen im Leben, dann waren die unfairen Lasten einfach zu viel und dafür steht dieser Kran. Jetzt kann man wieder sagen, hätte ich mir da nicht was anderes einfallen lassen können, muss es denn so ein Kran sein? Ja, es ist halt der Kran, ne? Der da umgestürzt ist. Manchmal stürzt die Psyche. Und manchmal das Krebsgeschwür. Krebsgeschwür K. Er lernt nicht aus den Menschen, die alle schon gegangen sind, von denen er auch so zum Teil berichtete. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ich weiß nur, dass ich mit meinen Kontakten bestens die Stimme erheben muss. Weil ich kann da nicht wegschauen. Niemals. Niemals. Das werde ich nicht. Ich stehe dafür. Denn diese Typen von Mensch, die müssen das ins Ohr geblasen bekommen, was sie hier sich erlauben. Denn die vernichten die Gesellschaft. Genau aus diesem Grund, wie er selbst immer zu pflegen sagte, daraus entstehen Kriege. Ja, ja. Herr Kurt, es kommt der Tag der Tage. Und da wirst auch du merken, wie du andere Menschen missbraucht hast. Denn über CAO, CIO geschrieben. Buchstäblich. Da geht nur noch der Vorstandsvorsitzende drüber. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Beweis antreten und halte diese Mobilnummern sofort hier in die Linse. Ja? Alle 18 von GLS. Und die großen Listen der Produktionsdispos ZDF. Und dann fällst du mit deinen Unterstellungen sofort auf die Schnauze. Das ist jetzt nur mal ein Vorangebot. Also das muss man aus seinem Kopf rausreden. Das muss man teilen. Diesen Müllschwermut, den du der Gesellschaft angetan hast. Weil genau aus diesen Gründen, wenn ich jetzt anderen Menschen, der Schlaganfallpatientin in Kassel, nicht mehr helfen möchte, weil ich mit dir so eine Negativerfahrung gemacht habe, genau aus diesen Gründen, müssen Leute vor dir geschützt werden. Und dafür setze ich mich ein. Vor dir, ja? Oder von dir? Jetzt kannst du wieder sagen, der kann kein Deutsch. Denk nach, tvgala@gmail.com.